Nächste Frage hat Herr Reitschuster. Ja, guten Tag. Heute mein Bericht nicht aus der Bundespressekonferenz und auch nicht vom Platz davor, sondern direkt aus dem Deutschen Bundestag. So, halt. So, da gehören wir nicht dazu. Ich habe heute noch einen Termin im Bundestag und darum bin ich hierher gekommen gleich und mache den Aufsager hier. Draußen regnet es auch. Es war heute wieder die Bundespressekonferenz mit Jens Spahn und Professor Dr. Wieler. Und es war so, dass sie sagten, ja, einerseits haben wir viel erreicht, aber es ist auch noch viel zu früh für eine Entwarnung. Eigentlich das Gleiche, was man seit November immer wieder hört. Und es war jetzt dann plötzlich davon die Rede, dass eine vierte Welle kommen könne. Das müsse man verhindern und ein bisschen wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Herr Wieler sagte dann auch, wenn erstmal 80% durchgeimpft seien, dann könne man auf die Maßnahmen verzichten. Danach kam aber dann von Herrn Spahn der Hinweis, dass es ja durchaus sein könne, dass wieder neu geimpft werden muss. Also auch diejenigen, die schon zweimal geimpft wurden. Und dazu hatte ich dann eine Frage an Herrn Wieler und noch eine andere Frage an Herrn Spahn. Herr Reitschuster. Herr Professor Dr. Wieler, Sie sagten, ab 80% Durchimpfung kann man die Maßnahmen zurückfahren. Gleichzeitig sagte Herr Spahn, es ist noch unklar, wie lange die Impfung wirkt, wann man wieder impfen muss. Gibt es da einen Widerspruch? Ist da die Gefahr einer Wellenbewegung? Und an Herrn Spahn noch eine Frage. Die nächtlichen Ausgangssperren hat Ihr Ministerium begründet mit wissenschaftlichen Studien und auch auf der Seite werden wissenschaftliche Studien angeführt, die aber gar keine sind. Die sind alle drei nicht peer-reviewed, also nicht überprüft. Da sagen Wissenschaftler, das sei unseriös, die als Studien zu bezeichnen. Wenn Sie das noch klären könnten, danke. Ja, danke, Herr Reitschuster, für diese Frage. Das ist kein Widerspruch, weil wir ja weltweit impfen und natürlich weltweit viele Studien durchgeführt werden und die werden uns zeigen, wann eine Auffrischungsimpfung sein wird. Und dann wird die entsprechend nachgeholt. Das heißt also, dieses Impfangebot, von dem wir, das ja wirklich enorm inzwischen ist und auch weiter wächst, das wird ja noch Monate und Jahre lang ja auch da sein. Also die Impfstoffe werden weiter verfügbar sein und dann werden die Menschen geimpft. Das Impfangebot wird ihnen wieder gemacht, wenn wir von der Studienlage her wissen, wann das notwendig ist. Und das werden wir anhand von Studien aber sehen können. Momentan ist da das Wissen noch nicht in dem Maße vorhanden. Wir werden noch öfter impfen müssen. Das ist klar, aber die Zeitabstände können wir Ihnen einfach noch nicht sagen. Vielleicht noch mal grundsätzlich jetzt zu den Phasen, die vor uns liegen. Wir merken das ja jetzt, das sind so Phasen, wo es so verschiedene Spannungssituationen gibt. Wir haben jetzt die Spannungssituation Geimpfte, Ungeimpfte. Das ist eine Spannungssituation, glaube ich, wirklich in jeder Familie, in jedem Freundeskreis, in jedem Bekanntenkreis. In der Frage, wie die Situation ist, das ist jetzt eine Situation für einige Wochen, bis wir tatsächlich jedem, der will, auch ein Impfangebot werden gemacht haben können. Aber das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Eine zweite Spannungssituation wird entstehen und die entsteht ja jetzt auch schon gerade. Insbesondere auch in den Regionen, wo deutlich, wir haben ja Regionen mit einer Inzidenz unter 50 sogar im Norden der Republik. In vielen oder in einigen Landkreisen. Aber so eine Situation, wo wir die Balance zwischen Lockern und noch notwendigen Schutzmaßnahmen gut finden müssen, weil es durchaus Länder auf der Welt gibt, die ja schon gezeigt haben, wir haben ja Beispiele, gilt übrigens auch für Ausgangsbeschränkungen, wir haben ja Beispiele auf der Welt, was passieren kann, wenn sie trotz auch schon relativ hoher Impfquote zu viel lockern, kann es ihnen passieren, dass da nochmal richtige Wellen entstehen. In einem Land wie Chile sehen wir es gerade akut, aber auch in Israel hat man das durchaus gesehen in den Abläufen. Deswegen ist aus meiner Sicht diese Balance sehr, sehr wichtig, auch sozusagen Zuversicht, Perspektive zu geben, auch durchaus unter 100 zu zeigen, dass das jetzt eine andere Situation ist, dass man etwa Außenbereiche, das finde ich einfach sehr wichtig, den Fokus da vor allem zu haben, jetzt bei den ersten Öffnungsschritten testgestützt auch öffnen kann. Aber es heißt eben noch nicht, auch nicht, wenn wir 50% jeden zweiten geimpft haben werden, dass man gleich alles wieder so haben kann wie vor der Pandemie. Sondern es wird noch eine Phase eben brauchen, wo man beispielsweise in Bereichen, wo Menschen eng beieinander sind, weiterhin etwa Maskenregeln und anderes brauchen wird.
Und trotzdem werden wir sehen, schon bei 50-60% Durchimpfung einen Effekt, einen deutlichen. Wir sehen jetzt schon einen Effekt bei den über 70-Jährigen, wie da insgesamt Inzidenz, wie Krankheitslast, ist jetzt so ein Wort, aber schwere und schwerste Verläufe, Todesfallzahlen zurückgehen. Und trotzdem können wir jetzt deswegen ja nicht sagen, wir geben alle Schutzmaßnahmen auf, weil eben ein zu großer Teil noch nicht geimpft und geschützt ist. Und wenn wir 50% geimpft haben werden, und das ist ja absehbar, dann werden wir es noch deutlicher sehen. Und trotzdem können wir dann nicht sagen, aber jetzt alle Maßnahmen gleich fallen lassen, weil immer noch ein zu großer Teil nicht geschützt ist und ein Risiko für sich hat, aber auch für das Gesundheitssystem in der Überlastung. So, und diese Phasen gut abzustimmen. Das ist politisch herausfordernd, wird es werden, aber das ist es natürlich auch einfach gesellschaftlich und in jeder Gemeinschaft vor Ort. Und eine Zeit lang den Geimpften zu sagen, aber bitte weiterhin etwa Masken und Abstandsregeln eine Zeit lang einhalten, zum Schutz von uns allen, das wird natürlich immer schwerer werden. Aber ich finde, wir haben jetzt 14 Monate ziemlich gut gemeinsam durch diese Pandemie geschafft. Und wir werden jetzt auch in diesem Weg raus, der auch nicht spannungsfrei ist, da bin ich sehr zuversichtlich, auch das noch gemeinsam schaffen. Aber es wird noch manche, nicht nur wissenschaftlich getriggerte, sondern vor allem in gesellschaftlichen Abwägungsdiskussionen gefundene Kompromisslinie brauchen. Ich habe wie bitte? Die Frage zu den, die habe ich in, also wir haben, die Frage, was Sie als wissenschaftlichen Studienstandard akzeptieren oder nicht, ist im Übrigen ja auch eine Diskussion, die wir seit 14 Monaten haben, wo tatsächlich erste Studienergebnisse ja auch schon veröffentlicht werden, früher als man das sonst, die Diskussion hatten wir ja auch in anderen Aspekten, auch in der Wissenschaft als sonst, aber es gibt eben Evidenz und Studien dazu, ob die Ihnen ausreichend oder anderen ausreichend wissenschaftlich belegt sind oder nicht, darüber kann man natürlich immer streiten, ob es gibt auch meistens ja dann irgendwie wieder eine Erkenntnis, die durch einen etwas anderen Ansatz wieder was Relativierendes hat. Eins bleibt aber doch, das haben wir ja immer gesagt, die nächtliche Ausgangsbeschränkung hat ja nicht zum Hauptziel, dass nachts um 11 jemand nicht alleine mit dem, es geht sowieso, aber mit dem Hund Gassi gehen können soll, sondern es geht darum, insgesamt Mobilität und Kontakte zu reduzieren. Das ist das Ziel. Und da sind Ausgangsbeschränkungen nicht das alleinige Mittel, aber ein wichtiges ergänzendes Mittel. Und nahezu alle Länder auf der Welt, die die dritte Welle unter Kontrolle gebracht haben, haben auch zu diesem Mittel gegriffen und hatten damit Erfolg. Jetzt muss das noch nicht per se eine Kausalität sein, kann auch eine Korrelation sein, aber es ist zumindest auch Evidenz. Ja, das mit diesen Studien ist ganz interessant, weil es ist ja nicht so, dass man da einfach ganz beliebige Maßstäbe hat, sozusagen, ich halte das für eine Studie, ich nicht, sondern es gibt ja ganz klare Voraussetzungen und diese Voraussetzung ist, dass eine Studie, um eine richtige wissenschaftliche Studie zu sein, peer-reviewed sein muss, also kontrolliert. Und das sind diese Studien eben nicht. Das ist genau der Punkt. Jetzt schneide ich Ihnen hier noch ein paar interessante Momente aus der Pressekonferenz mit Spahn und Wieler rein. Besonders spannend fand ich, dass man auch wieder gesagt hat, ja, also sehr enthusiastisch, bald könne man ja auch Kinder impfen, zumindest ab 12. Daran gibt es ja viel Kritik, weil Kinder ja eigentlich keine Risikogruppe sind. Also Gott sei Dank gibt es nur ganz, ganz wenige Kinder, die an Corona verstorben sind oder schwere Verläufe haben. Und Kritiker sagen deswegen, dass mit der Impfung fragwürdig sei. Bei uns wird man aber schon darauf vorbereitet. Schauen Sie sich das an. Die Sorge, die wir haben, viele Kollegen, auch mit denen ich spreche, und über diese theoretische vierte Welle, ist natürlich gerade, dass die Kinder dann eben, so viele Kinder ungeschützt sind und dann viele Erwachsene geschützt, aber dann haben wir immer noch die Kinder, die ungeschützt sind und die wären dann eben empfänglich und darum müssen wir eben auch wachsam bleiben und diese, zumindest diese AHA-Regeln einhalten. Aber dadurch, dass wir auch jetzt vielleicht, ich weiß es ja nicht, ob es zugelassen wird, aber wenn die Zulassung kommt, dann haben wir ja sogar noch Kinder geimpft. Das ist natürlich ein Riesenpfund, eine ganz große Gruppe von Empfänglichen, die wir dann auch noch impfen können. Gut, ich würde gerne noch zwei Fragen, wenn es geht, von außen stellen. Die eine von Thorsten Maibaum vom Deutschen Ärzteblatt, der fragt mit Blick auf die angekündigten Impfungen für Kinder und die Impfkonzepte für Schulen aus der Länderseite. Wer soll dann die Kinder und Jugendlichen in den Schulen impfen? Welche Rolle spielen dabei Kinder- und Jugendärzte? Also zuerst einmal, immer wichtig, hat das Ganze natürlich zwei Vorfacetten sozusagen. Das erste ist die Frage der Zulassung.
die wir Stand heute, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, für die Europäische Union im Juni erwarten. Die Daten werden jetzt geprüft. Sie sind zum Teil eben auch andere Parameter als bei einer amerikanischen Notzulassung. Deswegen kann man das nicht eins zu eins übertragen. Aber Stand heute kann man, denke ich, davon ausgehen, dass die im Juni erfolgt. Zweiter Teil ist, auch die Ständige Impfkommission wird sich natürlich mit dieser Frage beschäftigen. Und im Übrigen auch dort mit der Frage von Risiken-Nutzen-Fragen beschäftigen. Da kann ich noch nicht abschließend sagen, wie das ausgeht, aber ich will es zumindest mal auch hinterlegt haben. Unabhängig davon finde ich es wichtig, gerade die Frage gab es ja gerade richtigerweise auch schon mit Blick darauf, was Familien und was über 12-Jährige, was die Jüngeren auch in dieser Pandemie in den letzten 14 Jahren an Härten erlebt haben, finde ich, ist es unsere Verantwortung, das jetzt schon zu denken. Es kann sein, wenn die Zulassung nicht kommt, was auch immer, dass das dann nicht in Umsetzung kommt. Aber es zumindest zu planen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Wie kann das passieren? Wir haben vereinbart, dass die Länder jeweils auch auf ihr Land bezogen mit den Ärztinnen und Ärzten möglicherweise und gezielt auch mit den Kinder- und Jugendärzten, möglicherweise über Impfzentren, möglicherweise in den Schulen, in Reihenimpfungen, dann entsprechend Konzepte erarbeiten. Die Konzepte mit uns ein Stück so rückkoppeln, dass wir dann auch sprechen, wann wir welche Impfdosen dafür zur Verfügung stellen können. Wir wollen die Impfdosen dafür zur Verfügung stellen. Wir müssen das ja planen, weil für diese Altersgruppe haben wir nur einen Impfstoff, nämlich eben den von BioNTech. Aber das ist alles planbar, aber man muss es planen. Deswegen haben wir das so frühzeitig angesprochen, um dann eine Impfung auch bis Ende August, wenn die beiden Vorparameter gegeben sind, entsprechend umsetzen zu können. Kinder- und Jugendärzte werden da mit Sicherheit eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, ob das in Impfzentren stattfindet oder in den Schulen, das ist dann am Ende die Organisationsfrage der Länder. In der Regierungspressekonferenz ging es dann nur noch sehr wenig um Corona. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Thema da auch verpasst, weil ich wieder einen neuen Brief vom Vorstand der Bundespressekonferenz bekommen habe, der mich etwas verwundert hat, gelinde gesagt. Da geht es wieder um Kommentare auf meiner Seite. Und ich werde aufgefordert, welche zu löschen, noch zusätzliche. Bei einigen muss ich sagen, ja, die waren zu heftig, während bei anderen meine Einsicht ist, zumindest meine laienhafte Ansicht, dass die voll und ganz durch die Pressefreiheit gedeckt sind. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, das erinnert an Biermann, ist in meinen Augen weder eine Beleidigung noch irgendetwas. Und dass der Vorstand der Bundespressekonferenz da möchte, dass so etwas gelöscht wird von meiner Seite. Das kommentiere ich jetzt nicht, aber es geht um Meinungsfreiheit. Und Meinungsfreiheit deckt nicht Beleidigungen. Meinungsfreiheit deckt auch nicht Aufrufe zu Gewalt. Und die müssen runter. Das ist auch schlimm, wenn es so etwas gibt. Aber Meinungsfreiheit deckt auch heftige Kritik. Und umso mehr deckt Meinungsfreiheit, wenn jemand sagt, er fühlt sich an Biermann erinnert. Also wenn das nicht mehr erlaubt ist, wenn da der Vorstand der Bundespressekonferenz versucht, Einfluss zu nehmen, ob das Kommentatoren auf meiner Seite schreiben dürfen, dann wundert mich das ganz offen sehr. Mich wundert da einiges sehr. Ich will jetzt hier nicht in die Details gehen, weil ich ja auch Vereinsmitglied bin, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Ich komme wirklich nicht heraus aus dem Staunen und stehe immer öfter mit offenem Mund da, wo ich mich wirklich nur noch wundere. Im Moment hier nicht mehr, aber ich hoffe oder ich denke, dass ich da auch noch mal mehr erzählen kann. Heute ging es ansonsten bei der Regierungssprecherkonferenz. Hauptthema war Klima. Was kann man noch mehr machen? Wie kann man noch mehr einschränken? Und wie kann man noch mehr tun? Das im Moment also offenbar das Wichtigste. Ich habe dann noch gefragt nach der Entscheidung des Deutschen Eishockeyverbandes, dass man den Nationaltorhüter ausschließt aus der Nationalmannschaft, weil er ein Foto, ein Gedächtnisfoto von einem Rechtskonservativen aus den USA gepostet hat. Da stand, glaube ich, nur RIP, also Ruhe in Frieden. Und weil das aber ein böser Mann war und weil er da kontrolliert hatte, hieß es, das sei rechtes Gedankengut und er wurde ausgeschlossen aus der Nationalmannschaft. Die Regierung nahm dazu nicht Stellung. Es kam dann nur noch mal der allgemeine Hinweis, wie sehr dieser Bundesregierung ja die Meinungsfreiheit am Herzen liege. Und gut, dass man meine Mimik da nicht sah, weil die unter der Maske lag. Schauen Sie sich Frage und Antwort an. Themenwechsel, Herr Reitschuster. Eine Frage an Frau Demmer und an Frau Wipp. Der Eishockey-Nationaltorwart Thomas Kreis
wurde aus der Nationalmannschaft entlassen, mit Hinweis darauf, beziehungsweise mit der Begründung, dass er auf Instagram einen Kondolenzpost für einen recht konservativen US-Radiotalker geteilt hat. Wie sehen Sie das im Hinblick auf die Meinungsfreiheit? Mir ist der Sachverhalt nicht bekannt, deswegen würde ich an das Sportministerium verweisen. Also mir ist der Sachverhalt auch nicht bekannt, aber ich kann Ihnen natürlich ganz grundsätzlich sagen, dass es dem Sport freisteht, seine Personalentscheidungen zu treffen. Die Autonomie des Sports gilt, ansonsten kann ich dazu nichts sagen. Wie sehen Sie das aber generell bei Sportlern? Halten Sie es für eine Gefährdung der Meinungsfreiheit, wenn man wegen eines Instagram-Retweets seine Position in der Nationalmannschaft verlieren kann? Wie ich Ihnen gerade schon gesagt habe, kommentieren wir Entscheidungen von Sportverbänden nicht. Das steht den Sportverbänden frei, ihre Personalentscheidungen zu treffen. Und Herr Reitschuster, ganz allgemein ist Ihnen ja bekannt, wie wichtig Meinungsfreiheit, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit für diese Bundesregierung ist. Aber wir können hier ganz schlecht über einen Tweet reden, den wir hier alle nicht kennen und deswegen auch nicht einordnen können. Dazu oder Themenwechsel? Bitte. Ja, dann schneide ich Ihnen noch ein bisschen was zusammen von der heutigen Bundespressekonferenz. Da hatte sich gemeldet, ZDF. Andreas Huppert, ZDF, eine Frage ans BMI. Frau Wick, der Bundesrat beschäftigt sich mit dem Gesetzentwurf. Da geht es um das Erscheinungsbild von Beamtinnen und Beamten. Jetzt gibt es vor allem von muslimischen Verbänden die Furcht, dass dadurch ein Kopftuchverbot quasi durch die Hintertür eingeführt wird. Wie bewertet denn das BMI? Das Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbildes für Beamtinnen und Beamten setzt in allererster Linie die verfassungsrechtliche Pflicht zur weltanschaulichen und religiösen Neutralität des Staates um. Das bedeutet konkret, dass Beamtinnen und Beamten selbstverständlich weiterhin religiöse Symbole und Kleidungsstücke tragen können, unabhängig von der jeweiligen Religionszugehörigkeit. Nur in einigen Ausnahmefällen kann das Tragen solcher religiösen Kleidungsstücke und Symbolen untersagt werden, nämlich dann, wenn der Staat klassisch hoheitlich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auftritt oder ihm die Handlungen der Beamtinnen und Beamten konkret zugerechnet werden kann. Ansonsten selbstverständlich kann religiöse Symbolik und Kleidungsstücke nach wie vor auch für Beamtinnen und Beamten getragen werden. Gut, dann hatte ich eine Frage von Herrn Rehr notiert. Wo ist jetzt da? Der Trend der letzten Woche hat sich bestätigt. Die dritte Welle scheint gebrochen. Die Infektionszahlen sinken wieder, aber wir sind noch immer auf hohem Niveau. Und sie sinken noch nicht überall gleich schnell. Und diesen Trend, den gilt es nun zu verstetigen. Das geht aber nicht mit vorschnellen Lockerungen. Zu viele öffnen gerade ziemlich viel bei relativ hoher Ausgangsinzidenz. Nur mal zum Vergleich. So, das haben Sie jetzt gesehen. Jetzt muss ich eilen zu einem Termin hier im Bundestag, schafft das noch. Und eines hätte ich fast noch vergessen, unglaublich guter Artikel von Christian Euler heute auf meiner Seite über Israel, was man da jetzt herausgefunden hat an negativen Impffolgen, was bei uns eigentlich völlig totgeschwiegen wird, sogar in Israel. Also schauen Sie sich das an, auf der Seite lesen Sie diesen Artikel von Christian Euler, ausgesprochen interessant, auch wenn er Angst macht. Also er ist nicht dazu da, Ihnen ein schönes Wochenendgefühl zu geben, aber wir müssen ja den Realitäten ins Gesicht schauen. Danke, das war's für heute hier aus dem Deutschen Bundestag. Im Backstage zeige ich noch kurz, wo wir hier sind. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. So, und jetzt hier noch das Backstage. Das ist die Pressetribüne, die Sie hier sehen. Und wenn wir hier weiter rangehen, dann kommen wir hier zum Sitzungssaal. Und hier findet jetzt unten
gerade die Sitzung statt. Da sehen Sie, Herr Kubicki ist hier gerade der Sitzungsleiter. Es spricht die Abgeordnete Schneidewind-Hartnagel von Bündnis 90, die Grünen. Also hier aus dem Deutschen Bundestag, hier nochmal der Blick aus dem Bundestag nach außen. Da sehen Sie unten die Reichstagstreppe, wo der vermeintliche Reichstagssturm stattgefunden haben soll. Das war's für heute. Alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. Ciao.